Nach dem Ausflug in die Welt des kleinen Drachen Tabaluga folgte nun ein Ausflug in die Welt der starken Männer. Mit seinen 50 Mitgliedern ist der Kraftsportverein Zilbach zugleich der größte Verein des Ortes. Keine Frage, dass der Verein auch seinen Teil zum Jubiläum beisteuern würde. In einem Schauwettkampf wollten sie Einwohnern und Gästen demonstrieren, was man mit Beharrlichkeit und dem nötigen Trainingsfleiß alles erreichen kann. Eine Strongman-Show stand auf dem Programm. Die Betonung liegt auf Show. Denn hier steht nicht der Wettkampf, sondern vielmehr der Spaß für die Zuschauer im Vordergrund. Und die waren zahlreich erschienen. Fünf Athleten traten in vier Disziplinen gegeneinander an. Für den KSV gingen René Falk und Stefan Meyer an den Start. Herausforderer waren Marco und Toni Griesam von der TSG Rula sowie Marcel Hattig vom USV Jena. Auf Alters- und Gewichtsklassen wurde verzichtet. Als erste Disziplin stand das Baumstammheben auf dem Plan. Der Baumstamm mit einem Gewicht von 80 Kilo muss in 75 Sekunden so viel wie möglich nach oben bewegt werden. Und wie gesagt, der Sieger ist dann eben der, der die meisten Wiederholungen in der Kürze der Zeit geschafft hat. Als einziger der Akteure ist René Falk vom heimischen KSV als aktiver Strongman unterwegs. Und das zeigt sich auch in der ersten Disziplin, bei der es weniger auf die Kraft, sondern vielmehr auf die Technik ankommt. Als letzter an die Stadt gegangen, demonstrierte er seine Erfahrung im Strongman. 13 Mal stemmte er den 80-Kilo-Stamm und ging somit in Führung. 45 Sekunden noch, komm! Komm, jetzt aber mitmachen, los! Kurz war die Erholphase, denn es ging in Runde 2. Das Koffertragen stand an. Was sich zunächst einfach anhörte, bekommt schnell einen anderen Beigeschmack. 100 Kilo pro Koffer. Noch einmal, 100 Kilo pro Koffer mussten über eine Distanz von 25 Metern getragen werden. Der Schnellste bewältigte die Strecke in 10,66 Sekunden. Und mal ein bisschen mitmachen, das ist unser Schnatter, los! Ging er es nicht nach Zeit, sondern nach der zurückgelegten Strecke, musste der eigentliche Sieger in dieser Disziplin Mario Jettke heißen, der die Koffer gleich zweimal unter dem Beifall des Publikums auf die Ausgangsposition zurückgetragen hatte. Die dritte Disziplin erfreute die begeisterte Menge besonders. Wenn man schon mal in der Vorderröhn ist, muss natürlich auch ein Schlepper mit dabei sein. Und so stand nun das Schlepperziehen an. Über 15 Meter musste das knapp 3 Tonnen schwere Gefährt plus Fahrer gezogen werden. Und mitmachen, komm! Leute! Hier waren alle Athleten dicht beieinander. Nicht einmal 4 Sekunden trennten den ersten und den letzten Strongman. Als während die drei absolvierten Disziplinen ein Kindergeburtstag gewesen, wurde die Herausforderung an die Athleten bei der vierten und letzten Disziplin noch einmal gesteigert. Beim sogenannten Medley müssen nacheinander ein 60 Kilogramm Bierfass über 12 Meter, ein 70 Kilogramm Holzklotz über 10 Meter und ein 90 Kilogramm Stein auf ein 1,10 Meter hohes Podest gehoben werden. Das Ganze auf Zeit. Hier hatte Marcel Hattig vom USV Jena mit 17 Sekunden die Nase vorn. Den Gesamtsieg jedoch sicherte sich René Falk, der mit dem Baumstammheben und dem Koffertragen gleich zwei Disziplinen für sich entscheiden konnte. Den zweiten Platz teilten sich die punktgleichen Marco Griesam und Marcel Hattig. National schon lange kein unbeschriebenes Blatt mehr, hat der KSV mit diesem Schauwettkampf einen weiteren Meilenstein in ihrer erfolgreichen Vereinsarbeit gesetzt. Die Veranstalter dürften so nur schwer um eine Neuauflage des publikumswirksamen Kräftemessens herumkommen. Zilbach und die starken Männer. Der Titel war Programm.
auch wenn er ein bisschen an ein kleines gallisches Dorf erinnert. Parallelen sind durchaus vorhanden, wenngleich wir den Zaubertrank nicht finden konnten. Warte, ich habe den Zaubertrank nicht getrunken.